Kathi, ich habe gerade dein Video geschaut. Also, wie kommst denn du darauf, dass ich ein schlechtes Gewissen habe? Nur weil ich dir ein paar Süßigkeiten geschickt habe? Gut, 30 Kilo Schokolade klingt ein bisschen nach Bestechung. Aber Ole Jamuschke ist wirklich kein Ersatz für dich, Kathi. Ich brauche auch mal menschliche Nähe, Kathi. Wenn ich schon keinen Freund, Cem, Drecksack habe. Ja, und sowas kann Olaf mir garantiert nicht passieren. Hey, sie ist Pfarrers Tochter. Grüß Gott, Tim. Neue Jacke? Das ist meine alte Pfadfinderjuppe. Da sind alle Abzeichen drauf, die ich gemacht habe. Wölflingsprüfung? Und Aktion Ein Haus für Nazareth? Und Jugend forstet auf? Jugend forstet auf? Du meinst, du hast Bäume gepflanzt? Ja, ganz viele. Buchen und Eichen und Eiben, weil Eiben sterben aus. Eiben, ja? Hm? Was ist das? Ach, erzähl ich den anderen mal. Wir wollten uns ja mal treffen. Wir wollten uns treffen. Ja, treffen, richtig. In der evangelischen Jugendgruppe wird heute die Passion gezeigt. Ehrlich gesagt, ich habe in den nächsten Monaten echt fast jeden Tag Training. Also, hau rein und viel Glück mit deiner Reibe. Eibe. Alter, die geht ja wohl mal gar nicht, oder? Ja, echt. Gott. Wie du, oberflächlich, halt, Dreckskerl. Sie freut sich richtig, mich zu sehen. Ulla, ich hab voll die Mädchenidee. Also pass auf, nach der Schule kommst du erstmal mit zu mir, ja? Und dann können wir uns ja wahrscheinlich was Schönes kochen. Versprochen, diesmal ohne Küchengeräte. Naja, und dann leihen wir uns entweder eine DVD aus oder wir machen einfach... Wir können auch zu dir oder wir gehen shoppen oder... Ulla? Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und Venus jetzt beginnt ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Vielleicht hat Ulla Angst vor dir. Wegen der roten Haare? Sie hängt halt eher so mit Kirchenkordeppen rum und wahrscheinlich ist sie unsicher, weil ich so cool bin. Ja, das wird sein. Diana, ich weiß, du bist mit deiner dritten Mahlzeit noch nicht fertig, aber meine Mittagspause ist jetzt vorbei. Aber meine Geschichte noch nicht. Also, Ulf, Sportlehrer, wir reden inzwischen. Aber er hängt noch sehr an seiner Ex. Jedes zweite Wort ist Sabine. Ach, Diana, dann ist ja nichts. Ganz unreif klingt das. Jeder denkt doch mal an seine Ex-Beziehung. Ich denke auch ab und zu an Holger und dann an seine Quiche. Wenn man eine Beziehung beginnt, darf man keine Altlasten mit in die neue Partnerschaft nehmen. Als ich Mädchen getroffen habe, war Markus komplett vergessen. Holt das Popcorn raus. Eva erzählt wieder aus dem Paradies. Hey, Kathi. Ulla hat so ein krasses Zimmer. Alles so süß und blümchentapetig. Und Flieder. Mann, wie ich Flieder hasse. Stopp. Man beurteilt Menschen weder nach ihrer Haut noch nach ihrer Wandfarbe. Und Freundschaft beginnt immer mit Gemeinsamkeiten. Schönes Flieder, ich liebe Flieder. Lena, grüß Gott, wer hat dich reingelassen? So eine Frau mit einem Staubwedel und einer Haube drauf. Das war meine Mutti. Ja, richtig, ja, deine Mutti. Ich dachte, das wäre die Putze. So, ich dachte, ich komme mal vorbei und wir chillen ein bisschen. Chillen. Quality Time, wie der Ami auch sagt. Das war voll fies von dir. Du wolltest doch ein Date mit deiner Nonne. Ja, Mann, als sie geil aussah und nicht wie ein sprechender Altkleidercontainer. Wie sprichst du über Frauen, Alter? Als ob du was mit so einem optischen Super-GAU anfangen würdest. Redest du von mir? Selbst wenn, würde dich das mal sowas von gar nichts angehen. Lass mich mal abbeißen. Ja,
ist zu Hause. Costa, Füße vom Tisch. Papa, ey, sag ihm mal, du fandest es doch auch scheiße, wie Mama mal rumgelaufen ist, so mit Kopftuch und uncoolen Röcken und so. Wenn man jemanden liebt, dann ist es egal, was sie anhat. Das sag ich doch. Hör auf zu schleimen, Costa. Und ich hab deine Mutter geliebt, auch mit Kopftuch. Ja, Mann, aber du hast auch immer gesagt, dass sie sich mir anpassen soll und so. Ja, aber ich meinte, dass sie Deutschland als neue Heimat akzeptiert, nicht, dass sie Deutsche wird. Guck mal, Baba. Das war in unserem Urlaub in Antalya. Da waren wir alle zusammen bei Baba Anne. Das war Mamas letzter Urlaub. Mhm. Hätte mir so Heimweh gehabt. Das war der Urlaub, wo das Wetter so krass beschissen war, oder? Hey, Alter, dein Vater heult voll. Der heult ständig, Mann, weil er ein Weichei ist. Und das ist Carlos auf dem ökumenischen Jungkirchentreffen. Mein erster fester Freund, bis er beschlossen hat, Priester zu werden. Die Jungs sind echt grausam, hm? Teenager-Depression im Anmarsch. Neues Thema, Lena. Pferde, ja, nicht so mein Thema. Jesus, mir reicht Allah. Ja, du musst jetzt gehen. Hey, genau das Gleiche wollte ich auch gerade fragen. Aber was? Wieso gehen? Wenn ich aus der Schule komme, mache ich erst Hausaufgaben. Dann übe ich für den Orgelunterricht und dann helfe ich meiner Mutti in der Suppenküche. Und ich kann es echt total nicht leiden, wenn ich meinen Zeitplan nicht einhalten kann. Okay. Du magst mich nicht, aber das ist vollkommen in Ordnung. Hey, ich hab genug Freunde. Unsichtbare. Wir können morgen Nachmittag chillen. Aber dann muss ich bei euch essen. Wenn ich mittags nichts Warmes kriege, kriege ich Magenschmerzen. Ich hab keine Zeit zum Kochen. Ich hab uns Fischbrötchen mitgebracht, aber ich mache uns einen warmen Kaffee dazu, hm? Mama hat immer gesagt, nach 4 Uhr keinen Kaffee mehr, sonst könnt ihr die ganze Nacht nicht schlafen. Hm. Willst du mit Koffein oder ohne Koffein? Ohne Melek. Metin, Kaffee mit oder ohne Koffein? Ohne Melek. Wirklich beeindruckend, wie Metin mit seiner letzten Beziehung abgeschlossen hat. Entschuldigung, das war ein Versehen. Das kann ja mal passieren. Hey! Hallo? Ein Versehen? Du sprichst mich aus Versehen mit dem Namen deiner toten Frau an? Das ist doch ganz normal, dass die alten Partner noch in unserem Kopf sind. Wie bitte? In unserem Kopf? Denkst du beim Sex auch mal aus Versehen an sie? Also bitte, nein! Beim Sex denke ich an gar nichts. Ich meine an nichts anderes als an dich. Und deinen göttlichen deutschen Körper. Du hast den Tiefstand des Fettnäpfchens erreicht. Ach, Hasi. Nix, Hasi hat sich ausgehoppelt für heute. Kommt heute zum Essen und sie braucht was Warmes. Was Warmes? Na super, als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Ich leg dir die Anleitung für den Herd noch raus. Ja, Tim, du siehst geil aus. Meine Fresse, wie oberflächlich kann man sein? Wenn ich oberflächlich wäre, hätte ich ja wohl kaum mit dir rumgemacht. Ganz vergessen. Du hängst ja noch an mir. Ich denke einfach an Ulla und dann werde ich schon total ruhig und entspannt. Das ist mein Zimmer. Ich habe extra aufgeräumt. Ja, dann suche ich uns mal eine DVD raus. Ich will beten. Dann geh nach Mekka. Ich habe mich heute Nachmittag in die Zimmerliste eingetragen. Hier. Oh, mein BH. Oh, schon gut. Nee, Walt Disney. Hier, wie wär's hiermit? Das ist, erstmal würde ich gerne die Mathehausaufgabe machen. Ist das dein Arbeitsplatz? Ja. Cool, ne? Mhm.
Guck mal, was ich hab. Das ist das Mathe-Lösungsheft, habe ich von meiner Tante geklaut. Die ist doch Lehrerin und na ja, muss man nur noch abschreiben. Wenn ich mal nicht weiter weiß, dann frage ich Papi. Der kann toll erklären. Mein Vater hat mir nur beigebracht, wie man Maniokwurzeln raucht. Wegen der heilenden Kräfte. Weißt schon. Asthma. Ist dein Vati Arzt? Oder? Ja. Hm. Richtig, Arzt. Gehirnchirurg in einem, so einem Spezialkrankenhaus am Amazonas. Und seht ihr euch oft zu Weihnachten, dein Vati und du? Seit 13 Jahren nicht. Du hast wieder nur drei bestellt. Hallo. Hallo. Ulla, komm, setz dich doch. Sag mal, alle mit Anchovies. Markus macht Anchovies und der ist ja noch Teil meines Lebens. Komm, Ulla, greif zu, bevor die Hyänen alles auffressen. Soll ich nicht erst ein Tischgebet von sprechen? Tischgebet? Typisch Christen, sobald es um Religion geht, verstehen die keinen Spaß mehr. Vielen Dank. Markus hat seine Kinder vorzüglich erzogen. Das ist nicht witzig, Doris. Du hast nicht gekocht, obwohl du es versprochen hast. Alle Töpfe waren schmutzig. Aha. Lad oder noch mal ein. Ich mache es wieder gut, ja? Nie wieder betrete ich euer Haus. Ulla, bitte gib mir noch eine Chance, bitte. Das steht doch auch so in der Bibel. Wann hast du denn mal die Bibel benutzt? Zum Mückentotschlagen? Nächstenliebe. Missionieren, Toleranz gegenüber asozialen Mann, was weiß ich. Hier. Ich habe gestern sogar Mathe-Hausaufgaben gemacht, ohne Lösungsheft, nur für dich. Guck mal. Das Ergebnis ist falsch. Du warst zu faul, deinen Vater zu fragen. Mein Vater ist gar kein Gehirnchirurg. Er ist ein verrückter Ethnologe und lebt in einem Zelt im Amazonas. Und ich habe ihn seit 13 Jahren nicht einmal gesehen. Nie. Also, Jamur, keine islamistischen Anfeindungen bei Tisch. Vati, wenn du dein Gebiss reinigst, dann bitte nicht beim Essen. Und von dir, Markus, erwarte ich, dass du dein pubertierendes Monster unter Kontrolle hältst, ja? Aber das ist immer noch erst schon Gebieter. Für dich gleich Taschengeld und Kürzungen. Ja. Hallo, Ulla. Ist gut. Kleines Gastgeschenk für deine Mutti. Das ist lieb, komm rein. Kann ich dir was abnehmen? Ja. Und dann einfach gerade durch. Grüß Gott und Merhaba. 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 Ben Sivin Mek Buda Ulmak Misafir. Oh, Ulla, Lütwam Brayotur. Ja, ja, ich hol da mal eine Vase für die Blume und ihr unterhaltet euch einfach ein bisschen. Also, es gibt. Karotteneintopf. Also, wisst ihr, Doris, manchmal hilft es, die Karotten klein zu schneiden. Ja, da verliert man die Vitamine. Lass sie Doris bitte in Ruhe. Du brauchst mich gar nicht in Schutz zu nehmen, Markus. Melek hat gekocht wie ein Engel. Da fühlt sie sich ja im Himmel ganz wohl. Da kommst du nie hin. Genau, weil es den Himmel gar nicht gibt. Naja, das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion. Die tolle Melek, die hat wohl immer alles besser gekonnt als ich, ha? Die tolle Melek hat das Gemüse immer geschält, bevor sie es gekocht hat. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Scheiße, ich höre so schlecht, ich hab den Kopf so voller Gedanken. Markus hat meinen Eintopf so geliebt. Dann schick ihm doch eine Fuhre in den Amazonas. Das mach ich auch! Oh. Schrei meinen Vater nicht so an! Mann, Jamo, bist du denn nicht immer in deinen Scheißladen? Hallo. Das war nicht geplant. Na, aber zu erwarten. Nein, 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 bitte nicht auf.
Da mir Lena bereits erzählt hat, dass in dieser Familie eine gewisse Grundharmonie fehlt, habe ich mich vorbereitet. Wenn bei uns zu Hause der Haussegen schief hängt, was sehr selten passiert, singen wir ein Lied. Dann geht's gleich besser. Du, das macht ja keiner mit. Das Wichtigste in einer Familie ist, dass man miteinander redet. Vor allem die Muttis und Vatis sollten da mit einem guten Beispiel vorangehen. Es tut mir leid. Was tut Ihnen leid, Frau Schneider? Dass ich Mädchen so provoziert habe und ihn auch noch Markus genannt habe. Ich hätte darüber nachdenken sollen, wieso er noch an Melek denkt. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe? Können Sie das nicht klären? Wenn man eine Beziehung eingeht, sollte man keine Altlasten in die neue Partnerschaft mitnehmen. Ja. Das Mädchen gefällt mir. Ich war einfach so wütend auf Mädchen. Gott hat uns die Wut gegeben, damit die Versöhnung umso schöner wird. Was kommt jetzt? Jetzt besiegen wir deine Schuldgefühle gegenüber Melek. Du bist Melek. Und wer ist er? Naja, er bleibt Metin. Sprich deine Schuld in meine Hände. Also, liebe Melek, verzeih mir, dass ich hier in Deutschland bleiben wollte und nicht mit in die Türkei gehen wollte. Obwohl du deine Heimat so sehr vermisst hast, bis zu deinem Tod. Ich verzeihe dir, Mädchen. Weil Heimat immer da ist, wo Familie ist. Du und die Kinder, ihr wart meine Familie. Nun werfe ich deine Schuld hinter mich. Danke, Melek. Danke. So, und jetzt verabschieden wir die Melek mit einem kleinen Lied, ja? Aber meine Mutter kannte gar keine deutschen Lieder. Dann singen wir eins, was sie immer gesungen hat. Fang an. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin sedresi uzun, eteği çamur. Katibimin sedresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katibimin sedresi uzun, eteği gözleri mahmur. Katip uykudan. Verpiss dich! Das sagt man nicht. Alles in bester Ordnung? Ich hab keinen Bock auf die Kids-Scheiße da unten. Weil du traurig bist wegen deiner Mutti, ne? Sie hat dich bestimmt ganz doll lieb gehabt. Weißt du, manchmal tut's richtig gut, traurig zu sein. Weil jede Träne, die man um jemanden weint, den man lieb hat, wird zu einem kleinen Regenbogen im Himmel. Ich komm schon klar, ey.
Liederzimmer gesungen. Und dann hatte sie ein reines Herz. Schon irgendwie. Aber selbst wenn ich sie vermisse, geht das keinem was an. Du lachst ja gar nicht. Nein, warum sollte ich denn? Weil es peinlich ist. Dir ist vieles peinlich, kann das sein? Für mich hast du dich in der Schule ja auch geschämt. Das habe ich immer dabei, weil ich ganz offen mit meiner Oma reden will, ne? Dann zünde ich sie an und schicke ihr einen Gruß nach oben in den Himmel. Los, sag ihr was. Das kannst du bestimmt nicht, ey. Wer macht denn sowas? Man muss doch nicht immer alles machen, was die anderen machen. Oder so aussehen wie die anderen. Hey, dann gute Nacht, ne? Markus, es tut mir leid, dass ich, ohne mich zu verabschieden, von dir weggegangen bin und dass ich keinen deiner Briefe beantwortet habe. Ich verzeihe dir. Umarmst du jetzt mich oder Markus? Du bist echt ein Engel, Ulla. Ach, Quatsch mit Soße. Ich helfe einfach nur dann, wenn ich kann. Freundinnen? Freundinnen. So, und jetzt machen wir mal richtig rein, ja? Jetzt schließen wir mit allem ab, was gewesen ist. Und blicken voller Kraft und Zuversicht in unsere Zukunft. Nur du und ich, Hasi 1. Nur du und ich und unsere Hochzeit. Und keine Vergangenheit mehr zwischen uns. Zähne. Morgens träumen weiter, abends nicht mehr ganz dicht. Weißt du, ich habe schon so ziemlich alles an Cem gefühlt, was man fühlen kann. Er wird das Familiensystem sprengen. Mädchen wird ein Eifersuchtssyndrom entwickeln und mich verlassen, bevor ich heirate. Kirchlich heiraten hat doch mehr Stil. Und gibt auch schönere Fotos, oder?